Hochgelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Liebe Freunde, mir geht einfach dieses Bild nicht aus dem Kopf, sozusagen wie der Zug der Kirche läuft immer langsamer. So dieses, es wird immer langsamer und dann wie der Zug, denn so diese alten Züge auf einmal, boah, bleibt da stehen. Und dann ist niemand mehr da, sozusagen, der liebt. Und dieses Bild, das geht mir irgendwie so nicht aus dem Kopf, das ist so wie, ich glaube, ich weiß nicht, wie weit ich da realistisch bin oder sozusagen, bräuchte ich auch mal vielleicht Hilfe, gell, wenn man so denkt, was hast denn du für Bilder im Kopf? Ja, aber doch, so, das habe ich so, muss ich ganz ehrlich sagen. So, es läuft so wie ein Zug und der läuft immer langsamer und langsamer und auf einmal bleibt er stehen. Und das ist so, das ist so ein krasses Bild, das ist wirklich krass, krasses Pferd. Ist wirklich irgendwie so krass. Aber es ist eine, ich glaube, es drückt auch ganz viel aus. Auch ganz viel an Mut, den wir brauchen, an Kraft, die wir brauchen, an Durchhaltevermögen, an Entscheidung, an, ja, Entscheidung zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Das ist genau das. Glaube, Hoffnung, Liebe, beten, bei Gott sein. Das ist diese große, große, große Herausforderung. Und ich möchte euch allen danken, die ihr heute Morgen so wieder mitgebetet habt, dass wir jeden Tag da so durchkämpfen uns, ja wirklich durchkämpfen, irgendwie auch in der Liebe durchkämpfen, damit wir unser Tagewerk schaffen, aber vor allem auch, dass wir die vielen Menschen mitnehmen, die ohne Hoffnung sind, wie dieses junge Mädchen da, ich habe keine Lust mehr zu leben, ich möchte nicht mehr leben. Das ist ja eine riesengroße Not und sie ist sicherlich nicht die einzige, die es da gibt. Sie ist sicherlich nicht die Einzige, die sagt, ich möchte nicht mehr leben. Es ist nicht schön. Und deswegen lohnt es sich, dass wir beten. Unser Beten hat auch so einen sühnenden Charakter, hat auch einen sühnenden Charakter für ganz viele Menschen, einen mittragenden Charakter, einen miterlösenden Charakter für ganz viele Menschen, die wir in unserem Gebet auch mittragen. Das wissen wir gar nicht, aber es ist so. Und deswegen bitten wir dich, Jesus, jetzt um deinen Segen, dass du uns alle segnest und dass du vor allem auch jene segnest, wie wir es so immer beten wieder. Wir beten für alle Familien, besonders die, die es schwer haben. Ja, für all jene, die heute Morgen so, ich mag nicht aufstehen, ich mag nicht, ich will nicht, ich mag nicht aufstehen. Für sie alle, denen schicken wir jetzt den Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, Halleluja. Dass alle Erquickung in sich birgt. Halleluja. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.